Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Canterbury Infinity. Ich bin gerade dabei, einen Düngestreuer ein bisschen aufzufüllen. Bisschen mehr noch. Hm? Pokalt haben wir nicht mehr. Also da unten habe ich jetzt Pferdeklang. Aber ich schicke den jetzt auf Missionen. Bei zwei Felder, Feld 19 und Feld 9 jetzt wieder zu düngen. Da kriegen wir insgesamt noch eine gute 8000 wieder rein, dann sind wir wieder bei 10.000. Ich wollte zuerst den eigentlich vorrichten für Strigon, so wie da unser Feld komplett fertig ist mit Unkraut. Oder voll ist mit Unkraut, jetzt mal drüber fahren. Aber dadurch habe ich die Missionen gesehen, deswegen habe ich umplant. Außerdem haben wir noch unseren Case. Der Case, der kann nämlich umbauen auf Pflegebereich und dann kann der halt Strigon Betrag akzeptieren. Helfer aktivieren. Bisschen nacharbeiten muss ich sowieso, dass man nur ein bisschen so schräg startet. Das heißt, wir nehmen uns den Waltra und beginnen mit den Arbeiten. Das heißt, wir fahren zuerst oben. Wir können einen Diesel holen. Wir beginnen die neue Firma zu aktivieren. Dafür brauchen wir mal einen Diesel. Das Fassel ist beim Sägewerk, Reiterwerk, vermute ich mal. Vermute ich. Ah ja, ich habe einen neuen Mod hinzugefügt. Die Zeit ersparen ist. Cool, oder? Weil dann habe ich immer wieder ein sauberes Sichtfeld. Weil das geht mir auf die Nerven, wenn ich da fahre und der ist so dreckig. Und das Waschen, das dauert echt ewig lange. So, und so wie immer einen guten Kaffee dazu. Jupp, da ist es. So, und jetzt noch mal nur in die andere Richtung. So.
Ich hoffe, dass ich da jetzt in der Dieselfabrik ein bisschen was hab auch noch. Aber langsam müssen wir jetzt schauen, also nächste, was wichtig ist, zum einen Wasser, also die Entsalzungsanlage und Förder. Förder, Förder, Förder und nochmal Förder. Sehr viele Felder brauchen wir. Da steht natürlich irgendwo eine Zahl. Wie viel Diesel haben wir? 4000 Liter. Was, dann nehmen wir mal 2000 Liter da. Weil ich weiß eh noch nicht, wie es jetzt ausschaut, ob man wisst schon, ob wir alles jetzt haben für die Fabrik. Wollen wir jetzt gestern schauen oder nicht? Ich glaube. Starten wir mal die neue Fabrik und dann gehen wir wieder alles durch, tun wir die Dieselfabrik auffüllen, dann die Bretterfabrik, dann die Palettenfabrik und dann die Gewächshäuser. Gehen wir wieder eins nach dem anderen nach oder ab. Mein Kind her wieder, Fusselageballen. Was ist aus sich? Aber ich glaube, es wird uns irgendwie. Jawohl, Vorteil. Nicht viel was überbleiben. Was Falter betrifft, wir werden dort hindreht, die kleinen Falter kaufen, wie wir mal gehört haben. So wie im 17er. Zum einen haben wir mehr Vielfalt, das kommt zwar nicht so viel runter, aber und ist ein bisschen weiter weg von unseren Feldern, aber ich kann es nicht ändern. Weil die restlichen Felder, das sind alle zu teuer. So. Dann fahren wir, glaube ich, zum nächsten Feld. Und dann tun wir die Mission abschließen, beziehungsweise diese nächste Mission annehmen.
Supi. Das ist glaube ich Fakt 9, oder? Ich denke mal, das abschließen und dann Feld 9. Aktivieren zurück. Ja, ist Feld 9. Helfer aktivieren. Passt. Hat er das mit der Absicht gemacht, ha? Huh? Das Blöde ist, ich kann das hintere Dings nicht aufmachen. Hintere Deal, sonst wäre ich durchgefahren. So. Nee, so. Hat schon Träger, passt. Wenden sich die Situation ist ja auch geil. Passt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Oben die Tor. Dann fahren wir jetzt zum Hof und holen wir gute Frage. Was war's? Hafer, Sojabohnen und Hirse. Hirse was? Ich nehme richtig gerne. Hirse, Hafer und Sojabohnen. Damit hast du aber keine Milch und dann eine Cornflakes. Was weiß ich. Paletten braucht aber nicht, na. Paletten braucht er nicht. Weil das Schweinefutter ist von oben von den Rehl rausgekommen, das andere geht bei dem einen Deal, die macht zum Ausfassen. Davon mehr, wir brauchen noch einen zweiten Hänger nachher. Weil Wasser und Milch mit einem Vieh, ja. Diesel und Milch, na. Man kann es zwar, aber das ist etwas, was ich sage, sicherlich nicht. Das werden wir nicht machen. So, der kleine Hänger, der steht da drüben. Oh,
Unkraut. Unkraut, Unkraut. Wenn er richtig sicher ist, soweit. Schauen wir schon noch, was der Gordon sagt. Wir haben Unkraut. Ah, da fällt noch ein Zipfel. Das muss ich noch abwarten. Bisschen fällt noch. Ein bisschen fehlt noch. So, das haben wir gleich richtig. Nehmen wir mal von Hafer ein bisschen mit. Ah, was tun? Ich wollte es ablehnen. Wie viel habe ich jetzt da mitgenommen? Hafer haben wir eh noch genug, oder? Jo. Und die Sojabohnen haben wir nicht so viel, aber ist wurscht. Ich hoffe nur, dass er nicht von allen was braucht. Weil sonst hat er ein bisschen ein Problem. Logisch wär's. Also, ja, dadurch, dass es ein Milch ist, Biomilch oder so ähnlich, ist er vielleicht wurscht. Aber wir werden eh sehen. Glaube nicht ganz, aber schauen wir noch. Passt schon. So. So. Letzten Rest muss ich wieder selber machen. Okay, abgeschlossen, passt. Dann abschließen. Ernten, 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 sehen, Korben, ernten, ernten, ernten. 16, 17 sind Enten bei uns. 16 ist da, 17 ist auch bei uns. Gedüngt, aber nichts. Aber unser Unkraut. Okay. Unser Feld ist fertig mit Unkraut. Das heißt, dann lassen wir da stehen. Das mit dem Unkraut machen wir gleich. Jetzt ist für die Tasche nochmal. Weil die, dann haben wir zwei Sachen drin. Normalerweise müssen sie dann auch laufen, oder? Solange es in Produktion ist, wie es wurscht. Kann man jetzt erst mit der Nummer die Abdeckung noch zulassen. So. Wow.
So. Noch null. Beim Diesel beim Hafer. Pflanzenmilchfabrik. Das riecht mal sehr schön. Pflanzenmilch. Aktiv. 4000 Liter in der Stunde. Paletten wahrscheinlich gleich wie bei den anderen Sachen. Nur 9%. Ja, wir brauchen definitiv mehr Felder. So, in dem Sinn, weil wir eh nichts mehr zum Düngen haben, fahren wir gleich mit den Haufen. Dann kann ich den gleich hernehmen zum Striegeln. Dann brauche ich nicht extra beim Käse die Pflegepreifung aufhören. Weil noch mehr Dünge. Missionen gibt es hier nicht, das wären aber eine Erntemissionen. Wo ich schauen muss, ob die nicht interessant werden. Da unser Dresche steht. Hier Money halt. Damit wir mehr Money wieder zusammenbringen. Genau, wenn der Helfer kostet, bin ich trotzdem mehr ein, als wir kostet. Dum-dum-dum. Ja, eine Falte, die wir noch brauchen. Dann müssen wir hier sie aussetzen. Also das muss er jetzt nachher bei einem von unseren nächsten Feldern angesät werden. Super wäre ja halt das Zwerger. Zwerger glaube ich ist das, oder? Nehmen wir uns. Was wir noch nicht haben. Dass wir durch die Falte durch umnehmen. Da die in der Nähe vom Hof werden, bräuchte man nicht so weit fahren. Dort das Feld. Das wäre interessant. Aber wir könnten ja mal noch gucken. Also, noch nichts gucken. Ich habe schon wieder vergessen, was ich nämlich vorgehabt habe. Hoppala. Wenn ich schon drin bin.
Eigentlich müsste ich einmal eine Vorgewende ziehen. Bin Helfer, damit er es leichter tut, aber müssen wir halt ein bisschen nacharbeiten, hilft ja nichts. So, Herr Pfann, wir wollen das Gemüse lassen. Und zwar. So. Okay, hier ist es nirgends drauf. Wäre sonst interessant gewesen, die Vögel zu kaufen. Gut, dann schauen wir mal. Grovan ernten 17, ernten 21. 21 ist da unten, 17 wird da oben, 17er hat da was. Und zum Looper bringen, das kann ich mit unseren Sachen machen. Vertrag akzeptieren, zurück. Grisha, du bist dreckig. Nicht mehr. So, dann haben wir so andere Schneidwerk. Tanken, reparieren. Der Vogel mit der Naufe zum Reparieren zuerst. Reparieren, ja. Reparieren, ja. So. Schauen, ob ich andere Schneidewerke reparieren muss. Normalerweise nicht. Wenn es da drin liegt, hast du das eigentlich, es ist repariert und gewaschen. Sollte halt sein, alles was auf dem Hof oder in Hof ist, sollte repariert und gewaschen sein. Kreisradrescher wäre interessant. Jo. Sauber. Halt nix. Passt. Und jetzt noch danken. Ist voll. Wie ist der geht auch gewaschen. Beim nächsten Mal, wenn ich ihn aufgehängt habe, dann waschen wir ihn. Aber liebe Leute, das war's schon wieder für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Mission gestartet haben und die restlichen Fabrikknopfbahn aktivieren bzw. auffahren, bisschen zur Dieselfabrik bringen und so die Reihe noch durchmaschinen, wie schon wissen. In diesem Sinne wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.